Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück zu diesem Wochenvlog, diesem stressigen Wochenvlog. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was mitgevloggt bekomme. Ich habe ja gestern ein bisschen was mitgefilmt. Wir haben angefangen, unsere Küche auszuräumen. Die wird übermorgen demoliert und ich war jetzt auch gerade im Walmart. Ihr steht auch ein bisschen schief. Ich kriege die Kamera nicht anders hingestellt. Es ist heute einfach nicht mein Tag. Ich habe dann auch einen Wagen erwischt, einen Einkaufswagen, der ultra schön gequietscht hat. Die ganze Zeit musste ich mir das anhören. Es war... Ja, was soll ich dazu sagen? Es war nervig. Es hat mich echt angekotzt. Dann hatte ich halt im Einkaufswagen so gut wie keinen Platz. Ich habe hier hinter mir eine große Rolle Bubble Wrap, weil heute weitergepackt wird und ich viele Porzellansachen im Keller bzw. in die Garageräume. Dafür haben wir dann noch ein paar Kisten gebraucht, die man auch ineinander dann reinstapeln kann, wenn man die halt nicht braucht, dass die nicht im Weg stehen. Die sind dann später für die Garagenorganisation gedacht. Also da, wenn die Küche gemacht ist und die Garage halt mal leer steht, weil momentan stehen da halt die Kisten, wo halt die Küchenschränke momentan noch drin sind, im Weg. Und wenn das mal alles weg ist, wollten wir dann da weiter organisieren. Und ich habe halt auch noch so ein, wie nennt man diese, 3 schubladigen Plastik-Drawer-Dinger da gebraucht, fürs Essen wegzutun, weil ich habe ja 2 kleinere Schränke in der Küche momentan mit so Vorräten, Lebensmittelvorräten, so Haferflocken und Müsli und anderes Gedöns, und das soll dann da teilweise zumindest unterkommen. Ich hoffe, dass ich im Wandschrank, im Flur ein bisschen was freigeräumt bekomme, dass ich da wenigstens so eine, wie sagt man, One-Shelf leer krieg, wo ich das dann halt unterbekommen kann, weil ich war gestern so mit der Gesamtsituation überfordert. Ich bin so anxious und so gestresst, ich würde am liebsten meine Koffer packen und weit wegfahren und erst wieder kommen, wenn alles erledigt ist. Ich habe dann immer so diesen Fluchtdrang. Aber da muss ich jetzt durch. Ich werde jetzt auf jeden Fall nach Hause fahren, erstmal was frühstücken. Ich habe auch heute Morgen noch nichts gegessen. Es ist jetzt schon 21:45. Ich fange auch jetzt erst an, Hunger zu kriegen und werde mir wahrscheinlich, weiß ich nicht, einen Bagel toasten oder irgendwie was, was halt schnell geht. Weil die Teller sind halt auch schon weggeräumt. Ich habe jetzt hier hinten im Kofferraum Papierteller und Papierschüsseln gekauft. Die sind auch mikrowellenfest, weil ich die große Mikrowelle von unten raufhole am Mittwoch in der Früh. Mein Mann wird nämlich dann die kleine Mikrowelle, die ich für dieses Haus hier gekauft habe, weil die Küche ja, ich hatte ja nicht viel Platz gehabt an Arbeitsfläche und so, hatte ich mir halt diese kleine Mikrowelle gekauft. Die geht am Mittwoch auf jeden Fall mit meinem Mann auf die Arbeit, weil wir dann halt die große Mikrowelle und dann Küchenschrank angebaut bekommen. Da, wo jetzt der Kühlschrank momentan steht, den muss ich übrigens nach dem Frühstück direkt ausräumen. Dann werden wir den ins Esszimmer stellen. Da haben wir nämlich gestern auch umgeräumt. Habe ich heute Morgen ganz grob durchgestaubsaugt. Das hat mein Mann kurz mitgefilmt. Dann werde ich den auswaschen und nochmal neu organisieren und schauen, dass ich vielleicht auch noch ein paar von diesen klaren Organisationscontainern aus dem Kühlschrank leer bekomme, dass ich die dann irgendwie in den IKEA-Schränkelchen eingeräumt bekomme, weil ich habe ja so einen IKEA-Island-Servier Wagen, keine Ahnung, wie man das nennt. Das hatte ich mir damals schon entpressert, also wo wir noch in Deutschland gewohnt hatten, gekauft. Und der kommt jetzt in Handy. Also der wird jetzt zur Kaffeestation umfunktioniert. Ich habe halt so ein bisschen die Sorge, was es Spülen angeht, weil halt meine Spülmaschine abgestöpselt wird und dann halt erstmal in der auch im Esszimmer unterkommt und halt als Küchenschrank sozusagen fungiert. Und meine Spüle, also das Spülbecken, das kommt ja auch ganz weg. Ich habe zwar schon ein neues gekauft, also mein Mann und ich, wir sind am Samstag nach Manhattan in einen anderen Baumarkt, von dem wir gar nicht wussten, dass der existiert. Der heißt irgendwas mit M, ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß. Kein Plan. Auf jeden Fall wollten wir den ausprobieren, weil wir auch beschlossen haben, Home Depot bekommt von uns keinen müden Cent mehr. Wir haben die Schnauze sowas von voll, weil ich weiß nicht, wer neu hier ist. Also der Home Depot ist hier im Baumarkt in Amerika und wir hatten da damals eine Badewanne bestellt, die verloren wurde. Also die ist abhanden gekommen, was ja schon mal passieren kann, dass Dinge abhanden kommen, aber eine Badewanne. Riesen-Oschi und keiner wusste, wo es war und keiner hat uns informiert vor allen Dingen. Also wir wussten nicht, dass die weg war. Und es war auch nicht das erste Mal, dass die sich da komplett verhauen haben. Wir hatten damals auch mit der Waschmaschine Probleme und mit der Spülmaschine auch. Wir haben beschlossen, da nicht mehr hinzugehen. Und da haben wir uns halt ein Waschbecken gekauft, also ein Spülbecken, ein großes für meine neue Küche. Aber das dauert halt auch, bis ich die benutzen kann. Gehen jetzt von heute auf den Tag heute 2 Wochen vonstatten. Ich meine, heute in 2 Wochen müsste ohne den Countertop, also ohne die Arbeitsfläche, die Küche stehen, wenn alles gut geht. Und ich habe halt keine Ahnung, wie ich das mit dem Spülen hinbekommen soll. Aber ich fahre jetzt noch ganz schnell in Aldi, weil der Walmart hatte kein Trinkwasser. Hoffe einfach, dass der Aldi ein paar Kanister hat, dann kaufe ich wenigstens 3, weil viel Platz habe ich jetzt auch nicht im Kofferraum. It's all the things you never should.
Mir ist meine Sriracha-Flasche gerade explodiert. Jetzt habe ich überall Flecken auf der Tischdecke. Kann ich nachher noch die Wäsche waschen? War eigentlich nicht geplant. Ich esse jetzt auf jeden Fall Lunch, habe mir Sushi geholt, wie ihr seht, und dann mache ich hier weiter. Die Kisten müssen nämlich noch voll gemacht werden. Ein paar Sachen habe ich noch in der Küche stehen. Da steht jetzt der Kühlschrank, der ist übrigens aufgeräumt, sauber gemacht. Also sauber, wie ich es zumindest hinbekomme. Es ist noch ein bisschen chaotisch, aber hier diese Schränke, hier die. Die sind tatsächlich alle leer und hier sind alle leer und da muss ich halt noch ein paar Sachen wegräumen. Da sind noch so Kleinigkeiten drin, das, ja, keine Ahnung, also diese Sachen müssen auf jeden Fall noch weg. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich diese Teller nicht behalten soll, für den Fall der Fälle, dass wir irgendwie größere, tiefere Teller brauchen. Aber da habe ich ja wieder dieses Spülproblem. Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es echt noch nicht. Und die Kaffeemaschine muss auch noch darüber irgendwo hin, da irgendwie in die Ecke. Aber da habe ich noch morgen für Zeit. Ja, peu à peu wird's. Es ist Mittwoch, heute ist der Tag der Tage, heute um 8 Uhr, also wenn die Leute pünktlich sind, kommen die um 8 Uhr für die Küche komplett einmal rauszureißen. Habt ihr gesehen, ich habe gestern mit meinem Mann zusammen dann hier noch den Backofen verschoben, sowie auch die Spülmaschine, die habe ich jetzt abgedeckt, weil heute oder morgen halt dieser Durchgang vergrößert wird. Es ist jetzt auch alles komplett einmal aus der Küche raus. Ich habe eben die Kaffeemaschine hier in die Ecke gestellt und habe die Mikrowelle meinem Mann unten auf den Schreibtisch gestellt, weil er die schon wieder vergessen hat, weil wir jetzt wieder hier diese große Mikrowelle haben. Die wird in die neue Küche eingebaut. Also die wird auf so einen Unterschrank bzw. unter so einen Oberschrank dran gebaut. So eine Einbaumikrowelle dann halt, wie man es nimmt, so dass die halt nicht auf der Arbeitsfläche rumstehen muss. Und die alte Mikrowelle, die kleine, die Retro-Mikrowelle, die wollte er eigentlich mit auf die Arbeit holen. Die wollte er schon gestern mitholen, aber ich weiß ja nicht, ob das nur bei meinem Mann so ist, aber der würde seinen Hintern vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Deswegen habe ich dem das jetzt auf den Schreibtisch gestellt. Wenn er dann nach Hause kommt von der Arbeit, kann er es direkt ins Auto packen. Und dann kann er das halt morgen mit auf die Arbeit nehmen. Ist auch übrigens heute mein Geburtstag.
Happy Birthday to me. Ich darf dann heute jetzt noch ein bisschen räumen und ein bisschen putzen. Hab mir aber einen Kuchen gekauft gestern im Döns, weil ich habe ja jetzt hier keinen Backofen. Ich kann mir schon wieder keinen Kuchen backen. Letztes Jahr ging es nicht, weil ich selber im Hotel war, hatte ich auch keinen Backofen gehabt. Deswegen habe ich mir gestern im Döns so einen Streuselkuchen gekauft mit Erdbeer, Blackberry und was war das andere? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber das zeige ich euch später. Das werde ich dann heute am späten Nachmittag mit meiner Familie essen, weil es ist ja mitten in der Woche. Mein Mann ist halt wie gesagt auf der Arbeit, meine Kinder sind in der Schule und die Arbeiter bleiben halt auch bis um 5. Deswegen denke ich, wird der Geburtstagskuchen so eine Nachtischsache. Denke ich. Ist mal so geplant zumindest. Aber ja, heute ist auf jeden Fall mein Purzeltag. Ich bin jetzt 41 Jahre alt, jung. Fühle mich aber nicht älter wie mindestens 24 oder 25, also älter bin ich im Kopf definitiv nicht geworden. Ich glaube, das wird auch in diesem Leben sich nicht mehr ändern. Ich bleibe einfach 25. Ich schwenke euch noch mal einmal ein letztes Mal durch die Küche, auch wenn sie jetzt leer steht. Ich bin so blöd. Ich hätte Anfang der Woche, bevor wir anfingen, alles abzuschrauben, wegzuräumen, hätte ich mal einmal so durchschwenken sollen, dass ich so ein richtiges Vorher-Nachher für später habe, aber irgendwie ist mir das komplett abhanden gekommen. Vielleicht kann ich aber auch in meinem alten Material fischen und euch die Küche zeigen, bevor wir eingezogen sind. Da war ja auch alles drin, mehr oder weniger. Und es geht hier hauptsächlich auch nur um diese L-Shape und halt an der hinteren Wand. Also ich zeige euch das mal. Die Wand, an die Wand soll halt der Kühlschrank mit einem Vorratsschrank. Hier halt es jetzt auch total, weil das so total leer ist. Und hier war ja vorher der Kühlschrank, da soll dann halt jetzt noch eine Arbeitsfläche hin mit einem Schrank. Und die Schränke sollen halt auch bis ganz an die Decke, deswegen, das da wird auf jeden Fall mal jetzt noch weggemacht. Also diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist halt zugemauert. Ich drehe euch mal rum, Moment. Da, dieses da, das soll halt komplett weg, damit die Schränke, die neuen, von da bis hoch an die Decke können. Und hier kommt halt noch eine Arbeitsfläche mit Unterschrank und Überschrank hin. Da war ja vorher der Kühlschrank. Und an diese Wand kommt dann hier der Kühlschrank mit einem Überschrank und einem Vorratsschrank. Und hier diese Tür, die wird halt einmal doppelt breit gemacht. Ich glaube, das mit dem Durchgang, das machen die heute schon. Und dann wollen die einen großen Teil halt schon hier demolieren und die Küche demolieren. Und dieses Popcorn-Ceiling, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera ganz gut sieht. Das soll halt auch fein geschmürgelt werden, dass es halt nicht mehr so holprig ist, dass es halt schön smooth ist und alles. Und dann wird das angestrichen. Ich bin auf jeden Fall schon total gespannt. Das Licht soll auch weg. Das brauche ich nicht. Das habe ich in dem ganzen Jahr, wo wir hier gewohnt haben, nicht einmal benutzt. Aber ja, schaut es euch noch ein letztes Mal an. Wir haben übrigens auch die Knobs, also die Knöpfe abgemacht. Auch wenn wir dann mit der neuen Küche schon neue mitbestellt haben. Aber die kann man bestimmt irgendwann mal nochmal gebrauchen. Die haben wir vor allen Dingen auch erst gekauft, weil die alten Doorknobs, man ist halt ständig hängen geblieben. Die waren nichts. Deswegen, wie das ist mit der Dunstabzugshaube, weiß ich gar nicht, weil eben mir ist nicht bewusst, dass wir da irgendwie was Neues bestellt haben. Da muss ich mal schauen. Ich frage die am besten mal. Vielleicht haben die auch einen Katalog, dass ich da schnell irgendwie was Neues bekommen kann. Weil das ist halt auch noch aus der ganz alten Küche. Das Ding ist halt auch 40 Jahre alt. Ich glaube, das sieht auch, das sieht man glaube ich auch, ne? Also, dass das Asbach ist. Aber ja, jetzt schaut euch die Küche noch ein letztes Mal an. Ich weiß nicht, wie viel ich heute mitvloggen kann, beziehungsweise reden kann, weil ja, bis 5 Uhr sollen die hier wuseln und es sind halt auch fremde Menschen. Die will ich natürlich jetzt auch nicht irgendwie auf der Kamera mitfilmen, aber ich werde euch zwischenzeitlich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich freue mich auf jeden Fall. Was heißt freuen? Das ist bei mir momentan so eine Mischung aus Vorfreude, weil ich ja weiß, dass es sich letztendlich lohnen würde. Ich bekomme halt hinterher einfach meine Traumküche dahingestellt und dann macht auch das Kochen und Backen wieder Spaß. Aber andererseits bin ich auch total anxious, weil es halt wirklich jetzt erstmal im Chaos endet und weil ich halt jetzt auch wirklich eine ganze Woche lang ohne Backofen da sein werde und ohne Spülmaschine und vor allen Dingen wahrscheinlich auch ohne Spülbecken. Das kann man sich ja erst wieder dann reinsetzen, zumindest vorübergehend, wenn die Küche nächste Woche dann eingebaut wird, die neue. Das erstreckt sich nämlich auch in einem Zeitraum von mehreren Tagen. Also die kommen am 12. nächste Woche Dienstag und das geht dann bis Freitag, also 4 Tage lang. Ja, und ich denke, bis die Arbeitsfläche dann steht, die ist nämlich auch noch nicht bestellt. Zuerst soll die Küche stehen, dann wird den Flächenmaß berechnet und dann wird die Arbeitsfläche bestellt, also beziehungsweise der Countertop halt bestellt und das dauert dann auch nochmal. Deswegen, ich bin bestimmt bis Ende September hier ohne funktionstüchtige Küche, aber das habe ich auch schon erwähnt. Ich weiß gar nicht, was ich alles schon erzählt habe und was nicht, aber ich warte jetzt einfach mal,
bis 8 Uhr sollen die nämlich kommen und es sind nur noch 10 Minuten und ich wollte eigentlich vorher noch was frühstücken, weil ich das immer total merkwürdig finde zu essen, wenn irgendwie fremde Menschen im Haus sind und nicht essen. Also ich habe nichts dagegen, mich mit fremden Menschen zusammenzusetzen und gemeinsam zu essen, aber vor Leuten zu essen, die halt arbeiten, finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, keine Ahnung. Deswegen, ich denke, ich werde mir einfach nur ein Croissant schnappen. Ich habe nämlich Mini-Croissants gekauft und ja, dann lese ich mein Buch vielleicht noch ein bisschen, um mich ein bisschen abzulenken. Und hier schneidet man halt einfach mal die Wand raus für hier diese Tiles. Finde ich total interessant. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, die würde man so abhiedeln, aber in Amerika ist halt alles anders. Einen wunderschönen guten Morgen. Tag 2 der Küchenrenovierung kann gleich starten. Ich dachte, ich update euch mal ganz kurz, weil der Küchenmensch sich ein bisschen verspätet. Der hat sich gestern auch schon ein bisschen verspätet. Auf jeden Fall wollte der Gute für um 9 Uhr kommen. Es ist jetzt 10 nach 8. Deswegen dachte ich, ich nutze mal gerade den Zeitpunkt, in dem es hier noch relativ ruhig ist, um euch abzudaten. Ihr habt ja gesehen, gestern fing er an, die Kacheln auszuschneiden. Ich habe mich sowieso gewundert. Ich bin eigentlich schon ausgegangen, dass man das macht wie in Deutschland, dass man die so lose klopft, also dass man die abhiedelt, lose klopft, um dann halt später den neuen Backsplash, also die neuen Küchenwandkacheln da irgendwie ja, dran zu tun. Aber hier werden die einfach mal komplett mit der Wand ausgeschnitten und da wird eine neue Gipswand dann heute dran gemacht und ich hoffe, dass die auch den Durchgang heute machen, weil normalerweise hätten die mit gestern schon anfangen sollen, also zumindest war das so vom Schedule her, den wir geschickt bekommen haben, stand das halt so drauf. Ich hoffe, dass sie das alles zeitlich schaffen, weil eigentlich ist nur noch heute geplant, für das alles auf die Reihe zu kriegen, also die Drywall halt alles zu machen und halt den Durchgang. Und morgen kommt dann jemand, der das Ganze so unter die Lupe nimmt, ob das alles so stimmt und passt, wie das halt ist, so dass die Küche dann halt nächste Woche Dienstag eingebaut werden kann. Ich hoffe, dass das alles so klappt, weil wenn die das jetzt postponen müssen, auf Freitag noch hier rumwuseln und samstags dann eventuell erst mit der Inspektion, weil samstags wollten wir auch eigentlich wegfahren. Ich war gestern Abend auf jeden Fall noch schnell einkaufen. Ich habe für ein Slowcooker-Rezept eingekauft für heute. Heute Abend gibt es schwedische Hackbällchen aus dem Slowcooker mit Reis, weil ich habe da diesen Tubawan-Reismaker für die Mikrowelle. Das trifft sich dann also ganz gut und da war ich dann gestern Abend noch schnell einkaufen. Und gestern Abend gab es einfach nur so Mikrowellen-Dinner-Essen. Also ich hatte irgendwie es nicht auf dem Schirm, für als gestern schon für einen Slowcooker einkaufen zu gehen. Aber heute gibt es auf jeden Fall schwedische Meatballs mit Reis und mit einem Salat. Ich habe extra noch Salat und Tomaten gekauft. Das gibt es dann auf jeden Fall heute Abend. Und ich wollte euch noch ganz schnell zeigen, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und zwar habe ich momentan so eine Phase, also schon länger so eine Phase mit diesem Gute-Tama. Aber ich habe halt gestern einfach mal, querbeet komplett alles von ihm irgendwie geschenkt bekommen. Einmal hier so einen kleinen Gute-Tama-Stoff, ja, so ein Stoffei. Auch so einen kleinen Popo hat. Ich finde den kleinen Kerl so süß. Ich weiß auch nicht, wieso und weshalb, aber ich habe da so eine Slight Obsession für den kleinen Kerl. Jede Menge Sticker, wo ich dann mein Kindle, wenn die ganzen Seasons over sind, ein bisschen dekorieren kann, weil momentan habe ich ja mein Kindle in einem Herbstkleid dekoriert und für Weihnachten muss natürlich Weihnachtskleid her. Aber früher oder später, vielleicht mache ich mir sogar das ein oder andere ans Auto. Ich finde das so süß. Ich weiß auch nicht, ich habe da total die Obsession. Die Claire hat mir hier diesen kleinen Plastik-Gute-Tama geschenkt. Der redet auch. Ich drücke jetzt nicht auf den Bacon drauf, weil man da leider die Lautstärke nicht regeln kann mit dem Ding. Und es ist halt schon sehr laut. Aber der redet halt einfach mit einem. Finde ich total lustig. Und mein Mann, obwohl er meckert ja immer, ich hätte so viele Tassen, weil ich sammle Tassen und er meckert, ja, eigentlich, wo er nur kann, immer wenn ich irgendwo eine Tasse sehe, die ich mir kaufen will, meckert er rum, dass ich mir die nicht kaufen soll, weil ich schon viel zu viele habe und wir hatten auch auf dem Flohmarkt ziemlich viele verkauft und vor dem Umzug habe ich viele weggegeben und dennoch hat er mir diese Tasse geschenkt. Das ist nicht süß. Also ich habe schon überlegt, ob ich mir die heute Morgen für meinen Kaffee schon, ob ich ihn benutzen soll, aber wir haben momentan keine Spülmaschine und ich habe ein bisschen Angst, wenn ich den jetzt im Badezimmer in der Spüle wasche, also im Waschbecken wasche, das ist ja
Porzellan und die Spülbecken halt im Badezimmer sind halt auch, sind halt auch so Porzellan-Steintechnik. Ich habe da Angst, dass ich den irgendwie anhaue und kaputt mache. Und er hat halt auch einfach mal hier so einen kleinen Popo und ich finde den so süß. Ja, das waren auf jeden Fall meine Geburtstagsgeschenke und dann hatte ich ja erwähnt, ich weiß gar nicht, habe ich das hier erwähnt oder in meinem Lesevlog, aber ich habe noch einen Gutschein bekommen, jetzt nicht ausgedruckt, sondern mündlich, dass ich mir am Samstag in Wichita im Barnes & Noble Bücher aussuchen darf. Und da freue ich mich schon. Da freue ich mich schon so sehr drauf. Auch, dass wir nochmal rauskommen, aus der Stadt hier rauskommen und was anderes sehen. Ich finde es nur ein bisschen traurig, weil Kansas hat gar nicht so viel Geschichte. Also ich bin ja jemand, der gerne rausgeht und explort und in Museen geht und auch Burgbesichtigungen und so ein Zeug. Und das ist halt ja in Amerika sowieso nicht so gegeben. Aber gerade hier in Kansas irgendwie es hat wirklich nicht viel los, in der Richtung nicht viel zu gucken. Viel Natur halt, aber da kann man momentan nicht raus. Es ist immer noch nach wie vor viel zu heiß. Aber ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mir Frühstück machen. Ich habe jetzt noch eine Dreiviertelstunde, bis der Gute kommt. Mache mir dann jetzt mein Frühstück und ich denke, mit dem Slow Cooker kann ich warten bis um 11. Da bereite ich das langsam vor, weil das dauert so 4-5 Stunden im Slow Cooker, diese Meatballs. Wenn es ein gutes Rezept ist, verlinke ich den gerne unten. Wenn ich dran denke, habe ich bei Pinterest gefunden und ich werde mir das auch auf jeden Fall aufschreiben, weil wer weiß, wie lange diese Rezepte im Internet stehen. Also mir ist auch schon passiert, dass ich ein Rezept gefunden habe, jahrelang gemacht habe, nie aufgeschrieben habe und auf einmal war der Blog weg von demjenigen, also die Webseite verschwunden von demjenigen, der das Rezept halt online gestellt hat. Gott sei Dank hatte ich das Rezept noch im Kopf, aber ich stelle euch mal vor, das wäre halt nicht so. Und dann würde ich das Rezept halt einfach mal irgendwie nicht mehr machen können. Würde ich schade finden. Auf jeden Fall ziehe ich mir jetzt meine Brille an, mache mir mein Frühstück, schaue noch einen Vlog nebenbei. Habe gestern übrigens auch sehr viel lesen können, fällt mir gerade ein. Also ich habe gestern 2 Bücher beendet. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich gar nicht lesen kann. Aber da der Typ alleine war, war das eher so ein White Noise im Hintergrund mit den ganzen Gerätschaften. Also wenn es 2-3 Menschen sind oder so und die sich dann im Hintergrund unterhalten, kann ich zum Beispiel gar nicht lesen. Aber wenn es dann so ein White Noise ist im Hintergrund, dann rutsche ich durch Seiten, da kann ich richtig gut lesen. Ich habe gestern tatsächlich 2 Bücher beendet, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, ich mache mir jetzt Frühstück. Es ist jetzt übrigens 9:30 und der Typ ist immer noch nicht da. Ich habe auch noch kein Update bekommen, nix. Ich weiß nicht, ob der dann jetzt in der nächsten halben Stunde kommt oder in der nächsten Stunde. Auf jeden Fall sehe ich echt schon kommen, dass das sich alles ein bisschen verschiebt, weil das dann alles länger dauert. Wenn er nicht pünktlich ist, dann muss die fehlende Zeit natürlich irgendwo drangehangen werden. Ich habe jetzt allerdings die Zeit genutzt und habe mein Buchkanal-Video geschnitten, also meine Leseliste für September mal geschnitten, habe die Zeit also produktiv genutzt sozusagen. Und mir fällt auch gerade ein, ich wollte ja eigentlich, im letzten Vlog habe ich das erwähnt, wollte ich eigentlich so einen Herbst-Dekorier-Vlog drehen und das haut leider auch nicht hin. Also ich wollte ihn eigentlich letzte Woche Freitag abdrehen, bevor dieses ganze Chaos hier ausgebrochen ist. Und dann hat mein Mann aber mein Auto für den halben Tag gebraucht, für die alte Badewanne wegzubringen, zur Mülldeponie zu fahren. Und da kam ich hier nicht weg und da hat das alles nicht so hingehauen, wie ich das gerne gehabt hätte. Deswegen, und jetzt haben wir wirklich das totale Chaos und ich glaube, so wirklich richtig für den Herbst zu dekorieren, also so wie ich es vorhatte für einen eigenen Vlog oder so, das lohnt sich nicht, weil das Esszimmer ist kein Esszimmer mehr, die Küche ist keine Küche. Und aber ich denke, ich werde am Wochenende vielleicht hier wenigstens das Wohnzimmer und das Schlafzimmer ein bisschen dekorieren und hole ich das so ein bisschen mit. Aber für einen extra so Dekorier-Vlog, wie ich mir das vorgestellt habe, reicht es leider nicht. Naja gut, ich werde jetzt auf jeden Fall das Video dann, wenn es jetzt fertig compressed ist, hochladen für meinen Buchkanal und den Laptop runterbringen, weil mir die Batterie gleich abkackt. Es ist nämlich normalerweise so, dass ich unten alles bearbeite, dass ich unten an meinem Schreibtisch halt sitze. Ich habe den jetzt nur hochgeholt, damit ich halt höre, wenn hier geklopft wird. Aber ja, ich dachte, ich erzähle euch das mal ganz schnell. All the things
Also ich habe es gerade probiert und die Meatballs, die sind ja jetzt nicht so der Mega-Burner. Also die wären natürlich besser, wenn man die selber gemacht hätte. Die Option steht mir ja momentan nicht zu. Ich habe ja keinen Backofen bzw. keine Herdplatten zum Anbraten der Hackbällchen. Aber die Soße zu diesen Hackbällchen ist so mega lecker. Also ich verlinke euch unten den Link auf jeden Fall in der Infobox für das Rezept. Und wie gesagt, die Meatballs kann man ja auch selber machen. Also das ist sehr schnell gemacht. In der Pfanne dann halt kurz anbraten, bevor man die halt in den Slow Cooker reinschmeißt. Aber es ist auf jeden Fall echt richtig gut. Also die Lampe hier, die bringt mich noch irgendwann um. Da habe ich mir gerade eben das erste Mal allerdings den Kopf gestoßen. Mein Mann ist schon bestimmt 5-mal dagegen gerannt. Ihr seht hinter mir, die Wand ist auf jeden Fall raus. Also die Öffnung ist doppelt so groß. Ich habe mir gedacht, ihr seht nämlich, ich habe auch meine Halloween-Tasse ausgepackt. Und ich glaube, Anfang der Woche hatte ich euch auch mitgefloggt, habe ich euch gezeigt, hatte ich meine Halloween-Bowl. Da habe ich mein Müsli draus gegessen und jetzt habe ich mir überlegt, ich habe jetzt zwar kein Esszimmer und auch keine Küche zum Dekorieren und ein Schlafzimmer dekoriere ich in der Regel sowieso nie, aber ich dachte mir, vielleicht kann man wenigstens so ein kleines bisschen im Wohnzimmer dekorieren oder bei der Treppe da irgendwo. Also die Kiste mit den Deko-Sachen, mit den Herbst-Deko-Sachen steht schon seit über einer Woche hier oben, momentan unterm Tisch hier und da dachte ich mir, könnte ich doch heute eigentlich machen. Ich bekomme zwar heute wieder Handwerker ins Haus, also heute kommt ja der Typ, der das Leck in der Badewanne reparieren soll. Also da ist ja ein Rohr kaputt gegangen. Das hatte ich euch, glaube ich, erzählt. Der kommt heute oder soll heute kommen, irgendwann zwischen 8 und 12. Aber das stört mich nicht. Ich kann ja trotzdem dekorieren. Ich dachte mir, vielleicht kann ich dann halt im Wohnzimmer zumindest ein bisschen was machen. Und nächstes Jahr hole ich euch dann mit zum Herbst-Deko-Shopping und mache dann einen Vlog draus, wenn nichts dazwischen kommt. Weil eigentlich hatte ich euch das ja versprochen. Das verschieben wir dann auf nächstes Jahr, aber im Winter. Für Weihnachten. Für Weihnachten machen wir das auf jeden Fall. Weihnachten ist sowieso, das ist meine Lieblingsjahreszeit. Also ich sage jetzt, Weihnachten ist einfach für mich meine Jahreszeit. So Winter dekorieren, so mit Glitzer und viel Silber. Und ich finde es einfach total toll. Also ich liebe ja auch die Weihnachtsbelichtungen. Und jetzt nichts Kitschiges, sondern so Klassisches mit so warmen Lichtern. Also so warm weiß. Finde ich total toll. Finde ich auch außerhalb der Feiertage ehrlich gesagt toll. Deswegen habe ich auch immer diese Lichterkette und einen Fernseher rum. Ich finde das immer so super cozy. Aber ich würde mir jetzt erstmal mein Frühstück machen. Und dann würde ich sagen, dekoriere ich ein bisschen für den Herbst. Und zeige euch schon auf jeden Fall später im Laufe des Tages. Auf jeden Fall noch ganz genau, wie das jetzt momentan in der Küche ausschaut. Der ist gestern nämlich geblieben bis, ich glaube, es war 4:45, als er seine Sachen gepackt hat. Ja, ist auf jeden Fall gut vorwärts gekommen. Also ich bin selber baff, dass der Durchgang komplett noch erledigt wurde, bevor er gegangen ist. Und vor allen Dingen hat er so schön aufgeräumt. Ich habe gestern nur kurz staubsaugen müssen und wischen müssen. Und alles andere hat er so im Weg geräumt. Aber ich rede jetzt nicht groß rum. Ich frühstücke jetzt noch erst noch, bevor der Typ kommt, hoffentlich. Für die Banane. Geil. Für die Badewanne. Ich gucke gerade auf Bananen, weil ich mir überlegen bin, was ich frühstücken will. Es wird wirklich Zeit, dass ich was esse. Ich habe Hunger. Ich habe jetzt gerade fertig dekoriert und gestaubsaugt sowie auch feucht durchgewischt, zumindest hier im Esszimmer und im Wohnzimmer.
In der Küche habe ich jetzt nur ganz schnell gestaubsaugt und ich dachte mir, während wir auf den Klempner warten, beziehungsweise während ich auf den Klempner warte, zeige ich euch ganz schnell das Update von der Küche und beende dann den Vlog direkt im Anschluss. Weil ich mir überlegt habe, ich mache am Wochenende, glaube ich, so einen Food Diary Vlog und nehme euch dann mit nach Wichita. So ein kleines bisschen mache so einen Vlog draus, der kommt dann... Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, der kommt vor diesem Vlog sogar schon online. Ja, ich dachte mir auf jeden Fall, ich zeige euch mal ganz schnell, wie weit er gekommen ist und hole euch dann einfach am Montag nochmal von vorne mit, beziehungsweise ab Montag nochmal und hoffe, fingers crossed, hoffe, dass ich euch Ende der nächsten Woche dann auf jeden Fall die fertige Küche schon zeigen kann. Zumindest die Counter, also die Küchenschränke, weil die Arbeitsfläche, die wird ja erstmal bestellt werden müssen. Und ich hoffe, dass wir keine Probleme bekommen, weil nämlich gerade eben der Inspektor-Typ da war. Also es kommt ja in der Regel, wenn jetzt hier die Wände, die sind ja hier noch überall auf. Das hätte er ja eigentlich gestern schon fertig machen müssen. Also die Gipswände nochmal neu zumachen. Und dann wäre nämlich heute dieser Inspektor-Typ, also zur Inspection gekommen, um das alles sich anzugucken, ob das richtig verarbeitet ist, ob man da getrost eine Küche reinstellen kann, ohne dass die einem entweder auseinanderfällt oder in Flammen aufgeht. Jetzt hat nur die Firma, die halt gestern hier zuständig war, also die halt hier sich drum kümmert, den Typ nicht angerufen, der stand eben vor der Tür und ich habe nicht schlecht geguckt und er war auch ein bisschen angepisst, also jetzt nicht natürlich mir gegenüber, weil ich kann ja genauso wenig dafür wie er, aber ihn hat halt niemand informiert und jetzt hoffe ich einfach, dass er spontan dann am Montag kommen kann zu der Inspection, damit halt dann am Dienstag die Küche auch installiert werden kann, weil sonst verschiebt sich das alles, das ist dann halt ein bisschen blöd, wenn das jetzt deswegen... Ja, dauert noch, nur weil die zu deppert sind, da gegenseitig die Leute zu informieren und anzurufen. Die haben nämlich auch gestern meinen Mann angerufen. Mein Mann, der war aber gestern arbeitstechnisch weiter weg und konnte nicht rangehen, hat die dann zurückgerufen. Und da war die Frau, die ihn angerufen hat, also von der Firma hier, von der Küchenfirma, nicht mehr im Büro. Und eigentlich hätten die im Laufe des Tages zurückrufen sollen, haben sie aber nicht gemacht. Jetzt müssen wir überlegen, müssen wir gucken. Aber ich zeige euch mal auf jeden Fall ganz schnell, wie weit war, beziehungsweise wie weit er gestern gekommen ist. Also wenn man hier zur Tür reinkommt, einmal die Treppe rauf, da hat man dann hier so die Haupttür, die bleibt auch so, wie sie ist. Aber auf jeden Fall hat er gestern hier die restlichen Backsplashes, also die Kacheln, alle abgemacht. Diese Verkleidung, die wir oben hatten, diese Sockets, die hat er rausgeschlagen. Wir haben da nur ein Problem, und zwar einmal dieses Rohr und dieses Rohr, das wird in den Küchenschrank reingehen. Also das wäre im Weg, wenn man die Küchenschränke da so installiert. Deswegen werden die da wahrscheinlich vom Küchenschrank so eine Ecke rausschneiden müssen. Und dann geht halt die Pipe durch meinen Küchenschrank oben. Aber das ist mir ehrlich gesagt lieber, als wenn wir jetzt das nochmal zumachen würden und dann die Küchenschränke nochmal komplett neu bestellt werden müssten. Das ist erstmal teuer wie sonst was, weil das müssten wir wahrscheinlich selber bezahlen alles. Und vor allen Dingen müsste ich dann halt... ja, einen Monat länger auf meine Küche warten oder irgendwie sowas um den Dreh. Deswegen kein Bock. Deswegen nehme ich das gerne in Kauf. Es handelt sich da auch wirklich nur um einen Schrank und einen Eckschrank und alles andere. Funktioniert super. Also die Kabel, die können wir am Wochenende, am Sonntag wird mein Mann sich drum kümmern, dass die reingedrückt werden, also an die Holzbalken dran getackert werden und ein bisschen was ausfransen vom Holz, von den Balken, dass die da drin liegen, dass halt nichts eingeklemmt wird. Und dann ist halt hier jetzt die Wand einmal größer gemacht worden, dann muss das hier noch abgeschlagen werden und dann muss natürlich auch nochmal so ein Rahmen drumherum gemacht werden. Ich wollte es eigentlich ohne Rahmen, aber mit den Gipswänden ist es wohl schwerer als bei uns zu Hause mit den schönen robusten Steinwänden, weil man sieht halt, hier ist einfach mal nur so ein Holzbalken dazwischen und dann hat man links und rechts diese ganz dünnen Gipswände. Also richtig, richtig, richtig dünn. Und dann wurde halt hier die Verkleidung auf jeden Fall auch abgemacht. Da hatten wir ja dieses dunkle Holz. Das haben wir übrigens auch hier unten. Also hier muss auch noch abgemacht werden, sehe ich gerade. Das kann man nämlich dann abhedeln. Das hatten wir halt überall gehabt. Das war halt auch hier. Und das war halt hier überall. Das wird auf jeden Fall am Montag noch abgemacht. Beziehungsweise ich kann das am Sonntag eigentlich selber abmachen. Das ist nicht besonders schwierig. Das ist nur so ein bisschen reingehämmert in der Wand. Das sieht man hier noch, die Nägel, die hier drin waren, von der Wand. Ich stehe jetzt ein bisschen ungünstig hier, aber ich war jetzt gerade im Aldi. Also ich hatte ja eigentlich vorgehabt, den Vlog zu beenden, nachdem ich euch die Küche gezeigt habe. Aber ich war jetzt gerade im Aldi, eigentlich nur für Wasser zu kaufen und habe ein paar total süße Herbstdinge gekauft. Und zwar hatten die eine Auflaufform und zwar in Kürbisform, also in Kürbis, eine Kürbisauflaufform. In einem wunderschönen Türkis-Sage-Grün.
Also ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt richtig sieht wegen dem Licht, aber das ist genau das Grün, wie meine Unterschränke in der Küche sein werden. Es ist 1:1 so ziemlich das gleiche Grün, deswegen, ich konnte nicht dran vorbeilaufen. Das Ding musste mit, also das hat jetzt auch, glaube ich, nur $14,99 gekostet. Und ich dachte mir auch jetzt für Thanksgiving, wenn dann meine neue Küche steht, für Thanksgiving im November, kann man vielleicht Sweet Potato Casserole draus machen oder man kann das Stuffing daraus servieren. Also passend zur neuen Küche, ich meine, hallo. Und dann hatten sie auch Kürbiskissen, fand ich total süß für unsere Couch. Ich wollte eigentlich in Biels nächste Woche nach Kissen suchen, nach herbstlichen Kissen für die Couch. Und jetzt habe ich dann halt schon mal diesen wunderschönen Kürbis und er kann dann später auch auf meinen Schaukelstuhl. Der ist ja momentan noch im Keller wegen dem Umbau, aber sobald die Küche steht und alles wieder an seinem Platz ist, super schön. Ich finde den total schön. Der ist auch total weich und flauschig, fluffig. Und ich glaube, der hat nur $6,99 gekostet, wenn ich das... Nee, Quatsch, das waren die Kerzen, die ich nicht gekauft habe. Ich weiß nicht, wie viel der hier gekostet hat. Ich glaube, $9,99, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, und das wollte ich euch halt jetzt noch einmal mitteilen, was ich da jetzt nebenbei noch gekauft habe. Weil eigentlich bin ich fürs Wasser rein. Ich habe nochmal 6 Gallon Wasser gekauft und Sprudel gekauft. Mit Herbstdingen halt nochmal raus. Und ich dachte mir, im Walmart kann ich noch diese kleinen Stoffkürbisse kaufen. Den kann man dann vielleicht noch so ein bisschen bei uns im Haus verteilen. Die haben, ich glaube, die kosten nur 79 Cent oder so das Stück. Aber ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Und ich würde sagen, jetzt beende ich den Vlog, weil wirklich viel wird heute nicht mehr passieren. Die Klempner, die sind zu Hause, mein Mann auch, der hat nämlich jetzt frei. Und mit viel Glück bekommen sie es geregelt und die Kinder können dann am Wochenende endlich ihr Badezimmer korrekt benutzen, also die Dusche benutzen, so wie es halt sein soll. Oder halt nicht, das sage ich euch dann am Montag Bescheid, das erfahrt ihr dann im nächsten Vlog. Oder wenn ihr halt Updates näher an der Zeit, an der echten Zeit wissen wollt, könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen, auch wenn ich da nichts direkt in Beiträgen poste. Update ich doch sehr oft und sehr gern in meinem Podcast-Chat und in meinen Stories bei Instagram. Ich verlinke euch den Instagram-Account auch gerne mal in der Infobox. Schaut gerne mal vorbei. Ich würde mich freuen, euch dort auch zu sehen. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall zum Walmart und dann nach Hause und würde sagen, ich verabschiede mich bei euch und ich sehe euch dann auf jeden Fall nächste Woche wieder. Wiedersehen.